Wo geschnitten wird, da sprühen Funken. Zumindest hier bei den Gleisbauern der Deutschen Bahn. Bis es soweit ist, gibt es aber einiges zu lernen. Und genau das tun die Azubis in der Ausbildungswerkstatt in Wedau. Einer von ihnen ist Enver Can Alici. Gleisbauer zu werden, war aber nicht immer sein Plan. Zunächst erstmal wollte ich ganz normal studieren, also einen akademischen Beruf annehmen. Ich wollte Bauingenieurwesen studieren. Dann habe ich sehr viele Leute und Familie auch bei der Bahn kennengelernt. Und die haben mir das halt empfohlen, das vielleicht zu verknüpfen. Dann habe ich auch den Bezirksleiter kennengelernt, der hat mich hier ein bisschen reingebracht, hat mir die ganzen Vorteile genannt von der Ausbildung und dass ich das Studium auch immer noch anhängen kann. Pro Jahrgang lernen hier 45 angehende Gleisbauerinnen und Gleisbauer. Fachkräfte von morgen, die dringend gebraucht werden. Eine Problematik, der sich auch NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann stellen muss. Denn die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist angespannt. Ja gut, wir haben uns einfach jetzt eine Arbeitsmarktsituation, wo uns Arbeitskräfte fehlen. Uns fehlen vor allen Dingen auch Arbeitskräfte in den sogenannten praktischen Berufen. Und ich finde, so eine Chance muss man einfach nutzen, dass das jetzt so ist, dass wir auch alle in Arbeit kriegen, dass wir alle Jugendlichen, die aus der Schule kommen, auch in Ausbildung kriegen. Schauen Sie, ich habe viele Jahre in meinem politischen Leben genau das Gegenteil gehabt, dass wir mehr Auszubildende oder mehr junge Leute hatten, wie wir Lehrstellen hatten. Das war doch auch nicht einfach. Jetzt ist es umgekehrt. Und ich finde, hier muss der Anspruch einfach sein, sowohl der Wirtschaft, des Handwerkes, wie aber auch der Politik, dass jetzt jeder, ich sag mal, auch ein bisschen abgeholt wird und in Ausbildung kommt. Junge Menschen für Ausbildungsberufe begeistern. Dafür brauche es auch mehr Anerkennung für das Handwerk. Denn es ist vielseitig und anspruchsvoll. Tiefbau, Betonbau und Holzbau. All das und noch mehr müssen die Azubis am Ende ihrer Ausbildung können. Ja, es ist ein sehr breit aufgestelltes Gebiet, was die Azubis hier oder die Auszubildenden haben. Sie haben auch den Vorteil, wenn sie die dreijährige Ausbildung hinter sich haben, haben sie zwei Facharbeiterbriefe. Einmal den Tiefbau-Facharbeiter und einmal den Facharbeiter-Gleisbau. Es gibt also viel zu tun und viel zu lernen, auch für Enver. Für ihn geht es bald ins dritte und damit letzte Lehrjahr. Er ist froh, dass er sich für die Ausbildung zum Gleisbauer entschieden hat. Das hat mehrere Gründe. Die Vielfalt, auf jeden Fall die Vielfalt und die Flexibilität, dass man sehr viele verschiedene Bereiche kennenlernt. Zum Beispiel, wir haben ja anderthalb Jahre Tiefbau, danach auch den Gleisbauteil und auch die ganzen Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl akademisch als auch handwerklich. Die Perspektiven für ihn und seine Kolleginnen und Kollegen dürften gut aussehen. Denn sie, die Fachkräfte von morgen, werden dringend gebraucht. Wie vielseitig die Ausbildung zum Gleisbauer oder zur Gleisbauerin ist, das haben wir jetzt gerade gesehen. Das gilt aber auch für viele andere Ausbildungsberufe, auch bei uns hier in der Region. Und für die fehlt es an vielen Stellen eben noch an Bewerberinnen und Bewerbern. Über die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt, den Fachkräftemangel und dessen Auswirkungen wollen wir jetzt noch etwas genauer sprechen. Und das mache ich mit meinem Kollegen Tim Marlow. Hallo Tim. Hallo Jan. Ja, wir haben gerade gesehen, bei der Deutschen Bahn, da gibt es Fachkräfte, da werden auch Fachkräfte ausgebildet. Aber das ist natürlich nicht in jedem Betrieb so, denn es fehlen schlichtweg die Azubis. Und wenn Azubis fehlen, dann fehlen irgendwann auch die Fachkräfte. Ein Dauerthema, was wir ja schon oft hier hatten. Wie hat sich das denn in den letzten Monaten entwickelt? Ja, man muss sagen, dass der Fachkräftemangel auch hier bei uns in NRW, aber auch in der Region Niederrhein deutlich zu spüren ist. Das zeigen zum Beispiel Berechnungen der Industrie- und Handelskammern in NRW. Wenn wir jetzt mal aufs Bundesland schauen, dann fehlen da demnach nach den Berechnungen rund 333.000 Fachkräfte von den Helferberufen wirklich bis hin zu akademisch qualifizierten Fachkräften. Hier bei uns am Niederrhein sind es nach den Berechnungen dann aktuell rund 2.000 Fachkräfte, die fehlen. Und der Mangel, der dürfte wohl auch in den kommenden Jahren noch zunehmen. Davon gehen zumindest die Prognosen aus. Der Mangel, der besteht aber, wie du es auch schon angesprochen hast, nicht nur bei den Fachkräften, sondern auch auf dem Ausbildungsmarkt, denn es herrscht auch ein Ausbildungsmangel. Das hat mir Werner Schaute-Küppers erklärt. Er ist der Präsident der niederrheinischen IHK und er sieht im Mangel an Auszubildenden auch eine Gefahr für die Wirtschaft hier bei uns in der Region. Wir haben einen Fachkräftemangel, natürlich auch Ausbildungskräftemangel hier am Niederrhein. Wenn wir uns insgesamt die Situation anschauen, fehlen uns momentan natürlich Gleisbauer, uns fehlen auch Kapitäne oder Matrosen, uns fehlen auch im Bereich der Pflegekräfte junge Menschen, die ausgebildet werden. Wir wollen hier Gastronomie nicht vergessen, die auch stark unterdeckt ist. Das merken wir natürlich auch, dass viele Gastronomien geschlossen haben. Also insgesamt sehen wir als Industrie- und Handelskammer die Situation als angespannt. Das wird dazu führen, wenn wir nicht schaffen, diesen
Nachwuchs aufbauen zu können, dass wir unser Wachstum einschränken müssen. Das heißt, es werden gewisse Dinge nicht weiter ausgebaut werden können oder sogar geschlossen werden. Die Lage dürfte sich also noch zuspitzen und deswegen ist es auch wichtig, die Anstrengungen ja, um Auszubildende, um den Nachwuchs zukünftig noch weiter zu intensivieren. Also der Nachwuchs fehlt auch bei uns hier in der Region. Wie sieht das denn derzeit auf dem Ausbildungsmarkt aus? Ja, da können wir einfach mal auf den Duisburger Ausbildungsmarkt schauen, denn auch hier bei uns in Duisburg bleiben aktuell noch viele Stellen unbesetzt. Das zeigt zum Beispiel der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsmarktreport der Agentur für Arbeit hier in Duisburg. Schauen wir gerne mal auf den vergangenen Monat, denn im Juli blieben von knapp 2600 Ausbildungsstellen hier in der Stadt rund 1100 unbesetzt. Gleichzeitig haben aber von rund 2800 gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern nur knapp 800 keine Stelle bekommen. Es ist also noch Potenzial da, was ausgeschöpft werden kann. Das zeigen die Zahlen ganz klar. Und da kommt es dann mit Sicherheit auch darauf an, eben die Bewerberinnen und Bewerber an die richtigen Unternehmen zu vermitteln. Das hat auch NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann heute betont. Die Beratung von Jugendlichen in der Berufsfindung müsse deswegen auch intensiviert werden. Und wir wollen natürlich auch zusammen mit den Schulen erreichen, dass die jungen Menschen ihren Berufswunsch entwickeln, aber dass sie vielleicht nicht ganz so lange Zeit dafür brauchen wie heute. Wenn heute Leute 4 Jahre in Übergangsklassen sind, dann ist das schon ganz schön lange. Und deswegen müssen wir auch sehen, wie wir da stärker Praktika reinkriegen, dass sie die Arbeitswelt kennenlernen und dann auch vielleicht schneller zu einem Berufswunsch kommen. Also Potenziale effektiver und besser nutzen. Der Übergang von Schule zum Beruf, der ist ja auch kein leichter. Auch die Frage, was mache ich überhaupt in meiner beruflichen Zukunft, die haben wir uns, glaube ich, irgendwann alle mal gestellt. Gibt es denn Angebote ja für Jugendliche, diese Entscheidung zu erleichtern? Du hast es schon gesagt, also die Möglichkeiten in der Berufswelt sind groß. Es gibt unzählige Studiengänge, es gibt unzählige Ausbildungsberufe. Es gibt aber auch Programme, die junge Menschen dabei unterstützen, eben ihre berufliche Perspektive, ihre berufliche Zukunft zu finden. Zum Beispiel das Duisburger Schulmodell der niederrheinischen IHK sollte da erwähnt sein. Da kommen dann eben Handwerkerinnen, Handwerker in die Schulen und wir berichten den Schülerinnen und Schülern von ihren Berufen, wollen da eine gewisse Verbindung herstellen. Dann gibt es zum Beispiel auch noch das Landesprogramm Kein Abschluss ohne Anschluss. Das fördert auch die Berufsorientierung und den Übergang von Schule eben in das Berufsleben. Und auch bei der Deutschen Bahn, wo wir heute waren, gibt es ein Programm, das sich Chance Plus nennt. Und da können interessierte junge Menschen Einblicke bekommen in die Ausbildungsberufe. Und mehr zu diesem Programm hat mir Julien Sunderwert erzählt. Sie ist Nachwuchskräfte-Gesamtkoordinatorin bei DB Netz. Chance Plus ist bei uns eine Einstiegsqualifizierung, wo wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, wenn sie vielleicht nicht direkt in die Ausbildung einsteigen konnten, bei uns ein Praktikum zu absolvieren mit den Chancen, auch direkt in die Ausbildung einzusteigen. Unsere Einstiege starten am 1.11., aber wir können auch bis Februar noch den Einstieg ermöglichen. Es gibt ein paar Voraussetzungen, um teilnehmen zu können. Darüber kann man sich im Internet informieren, zum Beispiel auf www.db.jobs. Und wer nach dem Praktikum Gefallen an dem Ausbildungsberuf gefunden hat, der hat auch gute Chancen, dann eben diese Ausbildung weiterhin machen zu können. Also Potenziale ausschöpfen, unheimlich wichtig. Trotzdem wird das wahrscheinlich nicht reichen alleine, um den demografischen Wandel zu bekämpfen. Wie will die Politik das Problem angehen? Ja, der demografische Wandel ist ein Problem, das auch weiter wachsen wird. Denn die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, die gehen jetzt sukzessive alle in Rente und scheiden damit aus dem Arbeitsmarkt aus. Gleichzeitig kommen aber nicht genug junge Menschen nach, um diese Plätze zu füllen. Und da sind wir dann auch auf ausländische Fachkräfte angewiesen. Ich habe deshalb Arbeitsminister Laumann auch noch mal gefragt, wie er auf den demografischen Wandel blickt und was getan werden muss, um eben ausländische Fachkräfte zu gewinnen. Das wird für den Niederrhein etwa bedeuten, wenn nichts passiert, dass wir 80.000 Leute weniger im Berufsleben haben wie heute in 20 Jahren. Und das macht erstmal deutlich, finde ich, dass wir sehen müssen, dass wir die Menschen, die hier leben, wirklich in die Arbeit kriegen, in einen Beruf bekommen, damit auch der soziale Sprengstoff nicht kommt, da alle eine Chance haben müssen, auch sich zu beteiligen. Aber dann wird es darüber hinaus auch ausländische Menschen bedürfen für unseren Arbeitsmarkt. Und da ist es ganz wichtig, dass wir natürlich auch das, was die aus ihren Heimatländern an Kenntnissen mitbringen, in unserer deutschen Qualifikationsvorstellung schneller und besser übersetzen, wie wir es heute machen. Es gibt also noch einiges zu tun, wenn wir dem Fachkräftemangel wirklich etwas entgegensetzen wollen. Also alles wichtige Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen werden, auch hier bei uns. Tim, ich danke dir für den Moment und die Einblicke von heute. Sehr gerne.